Willkommen zurück hier zu Gothic 2. Zur Nacht des Raben. In der Höhle. Unter der Pyramide. Mit doch einigen mehr Riesenratten. Die ich nur zuvor nicht sehen konnte. Beim letzten Mal. Ich hätte gerne die Fackel wieder. Oh je, da sind Goblins. Hoffentlich keine Goblin-Skelette. Okay, es sind Goblin-Skelette. Gegen die habe ich leider keine Chance. Oh, so viele. Puh, das ist ja dann doch irgendwie... das tut mir jetzt ein bisschen leid und ist ein bisschen unbefriedigend, aber nee, da gehe ich nicht rein. Nee, da bin ich zu schwach. Ich schätze mal, wenn hier die Steinwächter sind oder hier so ein Steinwächter liegt und die ganzen Steintafeln hier rumliegen, dass das entweder der Ort ist, wo auch die Wassermagier sind, mit dem Portal zu unbekannten Teil der Insel. Oder zumindest in der Nähe wird es hier sein. Das hat bestimmt irgendwas damit zu tun. Da bin ich mir relativ sicher. Und wenn das so ist, dann kann mich ja Laris auch hierher bringen, ne? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Da war ja was. Der Laris, der kann mich auch zu den Wassermagiern bringen. Da gehöre ich jetzt zum Ring des Wassers. Genau wie ich. Yay! Die dritte Steintafel. Snapper, lass mich durch. Snapper, lass mich... Ich sagte, lass mich durch. Ich sagte, durchlassen. Ich sagte, abhauen. Hau ab. Ich tu dir nichts. Noch nicht. Noch bin ich zu schwach dafür. Aber gerade tue ich... Nein. Nein. Wo war ich denn sicher? Ich glaube, oben auf der Pyramide war ich sicher. Da habe ich auch einen guten Ausblick. Oh fuck, ich lock hier gerade alles an. Nein! Ich traue mich nicht anzuhalten. Das ist eine Ratte. So, dann mach ich das mal so. Da oben war ja keiner. Das heißt, hier kann ich gemütlich anhalten. Schauen, was die da unten treiben. Ach, der Snapper erlegt die Ratte. Naja, was soll's. Gibt Schlimmeres. Eine Ratte gibt ja nicht so viel Erfahrung. Das ist halb so wild. So, dann trinke ich erstmal den da, dann trinke ich den da. Und dann bin ich auch schon wieder fast geheilt. Siehst du, geht auch ganz schnell. Noch 8 Lebenspunkte. Was habe ich da? Kriege ich 8. Ach, ein Wasser. Guck mal. Zum Hinterherspülen, damit der süße Heiltrank kein Karies macht. Denn das wollen wir ja nicht. Ne? Gibt nur wenig schlimmere Dinge als kaputte Zähne in einer mittelalterlichen Welt. Denn Zahnärzte sind hier nicht. Nein, der eine Snapper ist beschäftigt. Heißt das, ich kann jetzt hier oben rum? Da war doch ein Weg da oben, ne? Auf der anderen Seite. Kann ich da tatsächlich? Ist das ein Schleichweg nach draußen? Ja, nee, das ist der Schleichweg zum Schattenläufer. Lalalala, ich bin wieder weg. Tschüss, Schattenläufer, leg dich wieder schlafen im Schatten. Ja, ja, alles gut. Nein, 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 ich will da hoch. Oh, irgendwie ist das hier nicht ganz meine Gegend. Ein Snapper, Hilfe, den habe ich gar nicht gesehen. Ich bin ja schon weg. Ja, ja, tschüss, tschüss, tschüss. Ich komme hier nicht mehr her ohne Laris. Ja, lass gut sein, lass gut sein. Ich bin ja schon weg. Ah, Hilfe. Pflanzen. Ach, der ist ja noch da. Der hat doch aufgegeben. Ah! Hilfe! So, jetzt hat er wieder aufgegeben. Oh, jetzt ist er weg. Glück gehabt. Puh. Wow. Irgendwie habe ich mich ein bisschen blöd angestellt. Aber ich bin so neugierig. Das ist wahrscheinlich eins meiner Probleme. Was ist denn hier links? Da sieht es aus, als würde es hochgehen. Ja, das tut's wahrscheinlich Richtung Bauernhof. Aber das brauche ich doch gar nicht. Ich will zum Kloster. Ich folge hier einfach den Weg zurück. Ah, zum Kloster. Und schnapp mir noch ein paar Pflanzen hier auf dem Weg. Allerdings nur, solange ich nicht von Gegnern verfolgt werde, natürlich. Standard. Ich hab ausgelernt. Bin ja nicht blöd. Naja, vielleicht auch ein bisschen. Höchstens ein bisschen. Wachsen diese Beeren eigentlich nach? Keine Ahnung.
wüsste allerdings gerade auch nicht, wie ich das ausprobieren könnte. Es gibt hier so viele Büsche, ich kann mir die unmöglich alle merken. Und du, sag mal, diese Fackel da, die du da in der Hand hast, die brauchen wir doch gerade nicht mehr. Ich würde lieber einen Spruch in die Hand nehmen, um Gegner frühzeitig zu erkennen. Weil ich habe jetzt gerade relativ wenig Lust zu kämpfen. Und ich will aber auch nicht meine Heiltränke essen, trinken oder jetzt das ganze Essen futtern, um mich zu heilen. Das dauert mir jetzt zu lange. Ich will ins Kloster eine Runde schlafen und dann ist alles wieder gut. Das geht jetzt am schnellsten. Und ich glaube, der schnellste Weg ins Kloster dürfte schwimmen sein. Ja. Muss ich wohl, ne? Na. Ich dachte, der Bug, den gibt es nur in Gothic 1. Dass man mit Springen schwimmt man unter Wasser vorwärts. Allerdings ist man, wenn man an der Oberfläche ist und Springen drückt, geht man damit auch unter Wasser. Und in Gothic 1 gibt es halt den Bug, wenn man ins Wasser springt und von unten an die Oberfläche kommt mit Springen Taste gedrückt, dann taucht man gleich wieder unter. Ich dachte, in Gothic 2 wäre das behoben. Aber das ist mir gerade auch wieder passiert. Also dann muss man ein zweites Mal wieder hochtauchen an die Oberfläche. Ist nicht wirklich ein großes Problem, wenn man nur kurz unter Wasser war. Aber wenn die Luft halt knapp wird, dann kann das schon mal ärgerlicherweise ein Problem darstellen. Naja, muss ich mir merken. Den Bug gibt's hier auch. Und ich bin wieder zu Hause. In meinem neuen Zuhause. Im Kloster. Fast jedenfalls. Ich habe die anderen beiden Magier außer Gefecht gesetzt. Darauf bestehe ich. Sämtliche normalen Gegner, wenn ich die mit einem Schwert umschlage, sind K.O. und nicht tot. Und genauso habe ich diese auch umgelegt und aus dem Weg geräumt. Bzw. mich gewehrt. Ich habe sie nicht getötet. Ja. Ich habe sie nicht getötet. Ich habe sie so behandelt wie jeden anderen Banditen. Moment, die Banditen sind tot, wenn ich sie angreife. Ach, Mist. Aber sie waren noch nicht feindlich. Das sind meine Kollegen. Naja, schauen wir mal, was die anderen dazu sagen. Ich würde jetzt zuallererst mit Palan sprechen. Ich hätte das nicht gedacht. Da könnte ich meine magische Kraft steigern. Ich kann es auch lassen. Ich würde nämlich gerne Schlösser knacken lernen. Und es ist ganz früh morgens. Komm, dann schlafe ich mal bis zum Mittag. Das reicht ja, um mich vollständig zu heilen. So, dann hätte ich jetzt nämlich endlich meine Rune. Und den Auftrag hatte ich, glaube ich, von Serpentis, oder? Ich glaube, ja. So, einmal drüber hüpfen. Siehst du, ich kann sogar hochsprungen. Ah, ne, Pyrokar war's. Ich habe den Runenstein gefunden. Du hast es geschafft? Ja. Du bist den Zeichen gefolgt? Natürlich. Und hast die geheime Pforte entdeckt? Ich bin hier kein Idiot. Und habe all diese Monster besiegt, die mich schon auf ihren Speiseplan gesetzt hatten. Und die anderen Novizen? Was ist mit Argon? Haben sie es nicht vor dir geschafft? Sie haben versagt. Es war ihnen wohl nicht bestimmt, die Prüfung zu bestehen. So kann man es aufstellen. Nun, dann erklären wir, dass du diese Prüfung bestanden hast. Der Runenstein soll auch weiterhin dir gehören. Yay, cool. Was ist deine Aufgabe? Ich stelle mich deiner Prüfung, Meister. Es verwundert mich nicht, dass du das alte Gesetz kennst. Aber ich schätze, du hast keine Ahnung, auf was du dich eingelassen hast. Bedenke, dass ein ungeduldiger Geist nicht vor der Prüfung des Feuers bestehen wird. Es ist lange her, dass diese Prüfung abgelegt wurde. Und es gibt nur einen Mann, der sie je überlebt und auch bestanden hat. Damals war er noch ein junger, aufstrebender Novize. Heute hat er längst seinen Platz im Hohen Rat gefunden. Ich spreche von Serpentes. Er wird nicht mehr lange der Einzige sein, der die Prüfung bestanden hat. Dann will ich dich nicht länger warten lassen. Höre meine Prüfung an dich. Erschaffe eine Feuerpfeilrune. Das ist alles. Möge Innos dir beistehen.
Oh, pff, das ist ja simpel. Das krieg ich bestimmt hin. Ich hörte, du hast die Prüfung des Feuers bestanden. In aller Demut kann ich dir dies bestätigen. Jeder andere, der es versucht hat, ist dabei gestorben. Du solltest nicht versuchen, diese Prüfung abzulegen. Dein Geist ist schwach. Diene lieber dem Kloster und vielleicht wirst du in ein paar Jahren erwählt. Ich werde die Prüfung bestehen. Wenn es Innos Wille ist, wirst du das. Aber wenn nicht, dann wirst du versagen. Ich stelle mich deiner Prüfung, Meister. So, du willst es also wissen. Nur ein mutiger Novize fordert die Prüfung. Aber Mut ist nicht alles, was du brauchst. Bist du auch schlau genug, die Prüfung zu bestehen? Ja. Bist du stark genug, gegen die Gefahren anzutreten, die auf dich warten? Ja. Falls nicht, wirst du dafür mit deinem Leben bezahlen. Ja. Also höre nun deine Prüfung. Suche am Platz der Steine den, der nicht geboren. Finde ihn, der einst gerufen. Bezwinge den, der nicht bezwungen werden kann. Messe dich mit dem lebenden Fels. Kämpfe mit dem niemals sterbenden Stein und zerstöre ihn. Hui, er meint einen Steingolem. Lebender Fels? Was für ein Wesen meinst du? Ich habe dir alles gesagt. Oder findest du diese Prüfung etwa zu schwer? Jetzt wirst du erfahren, was es bedeutet, die Prüfung des Feuers abzulegen. Ich werde dir keine weiteren Fragen beantworten. Er meint einen Steingolem. Ich soll den lebenden Fels finden, der einst gerufen und soll ihn bezwingen. Yo, wo finde ich... Du hast die Prüfung, vor die ich dich gestellt habe, bestanden. Aber... Die Prüfung von Ulta liegt noch vor dir. Serpentes Prüfung hast du noch nicht beendet. Aber wo finde ich diesen Steingolem? Hatte ich da nicht schon mal einen gesehen? Hey, du. Ich glaube nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Wer von euch kann mir denn beibringen, eine Rune herzustellen? Was ist das, Böse? Es ist die Graf Belia. Ach so, ja, das hatten wir schon, das kennen wir. Der Paladin wird wahrscheinlich keine Rune herstellen können. Die Paladine sind die Kämpfer, Innos, nicht die Magier. So, kannst du mir beibringen, eine Rune herzustellen? Ich habe die Prüfung des Feuers gefordert. Ulta hat mir die Aufgabe gestellt, eine Feuerpfeilrune zu erschaffen. Und jetzt willst du, dass ich dir die Formel beibringe? Ja. Ich weiß nicht, wie ich es sonst schaffen soll. Gut, ich bringe dir die Formel bei, aber erst, wenn du alle Rohstoffe dafür besorgt hast. Welche Rohstoffe brauche ich für eine Feuerpfeilrune? Lies es nach. Es steht in den Büchern. war ja klar. Faule Sau, ey. Na gut, was haben wir hier? Wir haben hier den ersten Kreis. Nee, warte mal, Blödsinn. Das könnte ja sogar sein. Der erste Kreis. Feuerpfeil, Schwefel. Für die Herstellung einer Rune ist jeweils eine... Okay. Ich muss die Formel kennen, die bringt er mir bei. Ich brauche einen blanken Runenstein und eine Spruchrolle des jeweiligen Zaubers. Und Schwefel. Siehst du, ich wusste doch, Schwefel wird irgendwann wichtig. So, Feuerpfeil. Ich habe eine Feuerpfeilrolle. Ich habe... Wo ist er denn? Ich habe einen Runenstein und ich habe Schwefel. So. Hey, ich hab ja schon alles. Lehre mich, die Rune Feuerpfeil zu erschaffen. Um eine Feuerpfeilrune zu erschaffen, musst du am Runentisch den Schwefel mit dem Runenstein verbinden. Die Kraft der Spruchrolle des Feuerpfeils wird in die Rune einfließen und du besitzt ein Werkzeug Innos. Wenn du also alle Rohstoffe besitzt, gehe zum Runentisch und du kannst die Rune erschaffen. Gut, danke. Was habe ich denn eigentlich hier die ganze Zeit für einen Zauber ausgewählt? Ich glaube, das ist Feuerball, ne? Der macht 75 Schaden bei 5 Mana. Ja, der macht halt dreimal so viel Schaden. Das ist schon ein bisschen mächtiger. Allerdings ist das wahrscheinlich ein höherer Kreis. Zweiter oder dritter oder so. So, ich hätte gerne eine Feuerpfeilrune. Ui, das war ja einfach. Sehr schön. Und weil ich die dauerhaft benutzen kann, immer wieder, hätte ich die gerne... Ach so, ich kann die ja noch gar nicht verwenden.
Ja, dann bleiche beim Feuerball und beim Schlaf. Hey, du! Ja, dann würde ich gerne mal den ersten Kreis dann mal. Ach so, nee, dafür muss ich erst Magier sein, ne? Ach, Mist. Dann wird das so erstmal nix. Immerhin habe ich diese Prüfung bestanden. Wer erzählt denn sowas? Jetzt bleibt nur noch die wichtige Frage: Wo zur Hölle finde ich einen Steingolem? Und warum hängt das Spiel schon wieder? So, geht. Geht doch wieder. Wie dem auch sei. Hey. Kann ich bei dir lernen? Ich unterweise kein. Ja, nee, das kennen wir alles schon. Da gibt's auch nichts Neues. Die Bücher habe ich auch schon gelesen. Was ich jetzt brauche, ist den Hammer auf jeden Fall. Ich werde den Hammer brauchen für den Steingolem. Das wissen wir schon aus dem ersten Teil. Man kann Steingolems nur mit einem Hammer besiegen. Und der einzige Hammer, der mir da einfällt, ist der heilige Hammer. Den ich jetzt dann wohl doch brauchen werde. Und nur um sicher zu gehen, dass ich mich nicht täusche, werde ich vorher eine Runde speichern. Dumm-di-dumm. Schlaf gut. Hoffentlich kann ich den führen. Warte mal. Hier sieht mich gerade keiner. Das heißt, hier kann ich den gemütlich anlegen. Keine Ahnung, wie viel Schaden der macht. Das ist auf jeden Fall eine Zweihandwaffe. Ich sollte ihn aber nicht angelegt lassen. Sonst sehen die mich noch damit. Nee, lass mal. Aber ich brauche den für die Prüfung. Was war das denn schon wieder für ein Geräusch? Keine Ahnung, wo ich den Steingolem finde. Hier im Kloster wird es nicht sein. Ich werde jetzt als allererstes mal meine Prüfung beenden. Hier mit der Rune. Die war ja billig. Und dann werde ich mich auf die Suche nach dem... Nee, du hast mir den Steingolem aufgetragen. Deine Rune habe ich. Siehst du? Ich habe die Rune erschaffen. Gut gemacht, Novize. Du sollst deine erste Rune behalten. Wenn du den ersten Kreis des Feuers erreicht hast, wirst du ihre Kraft nutzen können. Diese Prüfung hast du zu meiner Zufriedenheit erfüllt. Aber die gefährliche Aufgabe, die Serpentes dir gestellt hat, liegt noch vor dir. Gibt's was Neues? Nein. Nichts, was du nicht schon wüsstest, Bruder. Gibt's bei dir was Neues? Was die Prüfung von so. Aber Serpentes prüft. Ja, das kennen wir auch. Der Typ, der... Wie heißt er denn? Dragomir. Dragomir hat ja in einem seltsamen Steinkreis in den hohen nördlichen Bergen seine Armbrust verloren. Ich würde das mal als Hinweis nehmen, um zu den Steinen zu kommen. Damit ist vielleicht sowas gedacht. Und wenn ich es mir recht überlege, bei dem Pisswetter und am frühen Nachmittag, wenn ich jetzt losgehe, wird es wieder dunkle Nacht sein, bis ich ankomme bei dem Steinkreis. Da schlafe ich doch lieber nochmal eine Runde bis zum nächsten Morgen. Und jo, beim nächsten Mal werde ich dann Richtung Norden laufen. Vielleicht Dragomirs Armbrust finden, aber auf jeden Fall einen Golem finden und bezwingen. Haha. Und nichts und niemand kann mich aufhalten. Eventuell weiß ja der Magier da vorne, der so ein bisschen außerhalb ist, was von einem Steinkreis. Mit dem quatsche ich auch mal. Habe ich mit dem überhaupt schon geredet, seit ich die Prüfung des Feuers ablege? Ich glaube nicht. Das mache ich nochmal eben schnell. Vielleicht hat er ja was Interessantes oder Lustiges oder Witziges oder Wichtiges. Ja, Wichtiges zu sagen. So von Magier zu Magier. Oder von Magier zu potenziellen Magier. Oder vielleicht weiß er ja, wo der Steinkreis ist oder so. Segne mich. Ich segne dich im... Ja, passt. Danke. Zeig mir das. Was hast du denn? Ein paar Heiltränke, kosten Geld. Ring der Erleuchtung. 10 Mana, 30 Leben. Oh, 1300. Das kann ich mir Möge nicht... Inos. Kann ich mir nicht ganz
Hey, du. Moment. Kann ich mir doch leisten, oder? Ich hab doch ganz viel Scheiß. Hier, eine rostige Axt. Rostiges Schwert. Oh, der ist wichtig. Weg damit, weg damit. Eine Armbrust. Würde ich mal behalten. Ich glaube, den kann ich sogar benutzen. Groben Zweihänder brauche ich nicht. Da werde ich später entweder bessere Waffen finden oder bessere Magierstäbe besitzen. Was ich allerdings nicht brauche dürfte, ist der Ledergürtel. Gemeinsam mit der Lederrüstung. Das Erzamulett des suchenden Irrlichts würde ich gerne behalten. So, was habe ich denn noch? Eine alte Münze bringt leider kein Geld ein. 3 Wolfsfälle. Ja gut, die Muscheln, die würde ich aber lieber öffnen und gucken, ob ich Perlen drin finde. Kohle ist bestimmt interessant für Alchemie. Ein Hammer sollte reichen. Erz, Pech, Bergkristall ist bestimmt interessant für Alchemie. Silberner Ring kannst du haben. Ah ja, und da habe ich auch nochmal Geld drin. Das reicht aber leider doch nicht an. Möge ihn noch. Doch nicht komplett, um 1300 voll zu machen. Das reicht nicht mal annähernd. Ah, ich habe so eine Schatulle. Guck mal. Hey, du. Die ist ja wertvoll. Andererseits muss ich die vielleicht nachher zurückkaufen, ne? Nee, komm, dann lass mal das. Möge ihn noch. Dann lassen wir das. Und ich werde jetzt diese Folge beenden. Die ist schon viel zu lang. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder auf der Suche nach einem Steingolem, um ihn zu besiegen. Wahrscheinlich bei Dragomirs Armbrust. Dann habe ich diese Aufgabe auch endlich mal erledigt. Und es gibt noch eine kleine Sache, die ich schon immer mal erledigen wollte und die ich nie geschafft habe, zu der ich nie kam, nämlich hier hochgehen. Was gibt es hier? Ich weiß es nicht. Ich wüsste es gerne. Eine Höhle vielleicht. Nein, keine Höhle. Schade. Aber was denn dann? Es ist ein Weg hier rum. Okay. Bringt irgendwie nicht so viel. Nun gut. Jetzt aber genug. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Tschüss.